Ja, vielen Dank, dass ihr euch interessiert für Beschaffungen, und ich möchte Ihnen kurz vorstellen, was wir zum Thema Leitfaden für die Beschaffung von agilen IT-Projekten erarbeitet haben. Wir sind noch nicht fertig und wir brauchen noch viel Brainware, dass wir wirklich einen kompletten Leitfaden haben. Wir sind ein bisschen auch in die Wasserfallfalle getappt, haben viel am Leitfaden gearbeitet, in den Review geschickt, und der kam dann eigentlich so raus, dass wir den Leitfaden nicht end-to-end veröffentlichen konnten. Wir haben jetzt mal den roten Faden gemacht und auch nicht mehr mit einer großen Gruppe, sondern zu zweit, mit Review von Reto Madutz und dem BBL. Vielen Dank an alle, die bis jetzt da mitgearbeitet haben, vor allem auch an Thomas Molitor. Was ich vorstellen will, ist der Nutzen des Leitfadens, weshalb wollen wir überhaupt agile Projekte beschaffen können. Es wurde schon viel gesagt. Wer sind die Zielgruppen? Was denken wir, was Ihre Herausforderungen sind, und wie sieht der Lösungsvorschlag aus? Der Nutzen des Leitfadens soll eigentlich hinkriegen, dass man weiß, was muss man alles berücksichtigen, dass man dann in der Beschaffung, dass man dann am Schluss nach der Ausschreibung wirklich alles konform hat, um agil arbeiten zu können. Und dass man auch einen Vertrag herstellen kann, der für beide Parteien unterschrieben wird. Wir sehen die Herausforderungen in den IT-Projekten, vor allem wo wir mit agiler Entwicklung begegnen können, dass es komplex ist. Man verändert laufend die Organisation, wo man drin ist. Man kennt auch die Zahlen, dass fast die Hälfte von mal angedachter Software schlussendlich nicht genutzt wird, und vor allem, dass die größten Kosten in der Wartung entstehen. Agile 101, also das 1:1 von Agile, es ist geeignet für komplexe Systeme, weil man in mehreren Zyklen immer wieder die Inputs von der ganzen Kette einbezieht, und der Leitfaden soll aufzeigen, wie dass man das hinkriegt, mit dem, dass man beschaffungskonform das macht. Und mit dem Agile Agreement, das ist, stelle ich dann noch vor, zeigen wir auch, wie man partnerschaftlich eine Risikoverteilung hinkriegt, und der Fokus ist auch auf Projektführung und kooperative Verträge. Diese partnerschaftlichen Modelle, die wurden schon mehrfach umgesetzt. Wir haben das Beispiel vom Flughafen Heathrow. Da wurde 4,2 Milliarden Pfund verbaut, und bis 2006 lief das nach so einem partnerschaftlichen Verfahren. Dann wurde British Airways verkauft, und die zwei letzten Jahre wurde anders gearbeitet und es ging dann ein bisschen schwieriger vorwärts. Und der Flughafen Berlin-Brandenburg, da gibt es so ganze Seiten, wie das, was da alles schief läuft. Und wir sind der Meinung, dass eben mit diesem partnerschaftlichen Ansatz man auch Großprojekte lösen kann. Und wir möchten diesen Teil eigentlich in diese Leitfaden haben wir integriert. Nochmal die Motivation. Wir haben eine Auswertung von der Standish Group, wo man sieht, der Erfolg zwischen Wasserfall und Agile von Projekten. Die erfolgreichen Projekte sind bei Wasserfall, also man hat nur einen Versuch, und bei Agile, wo man halt
vielleicht 6 Iterationen hat, wo die Organisation was lernt und auch Sachen rausstreicht, gehen wir von 14 auf 42% Erfolgsquote. Verzögerung ist etwa gleich und Abbruch war im internationalen Umfeld wesentlich kleiner. Die Umfrage von SwissQ im 2013 hat für die Schweiz gezeigt, dass Stoppen gleich ist und die Erfolgsquote doch fast doppelt so hoch ist und dann die Verzögerungen wieder ähnlich sind. Also das ist eine Motivation zu sagen, ja, Agile könnte auch für unsere Organisation einen Mehrwert bieten. Und ich möchte eigentlich auch mit Agile verhindern, dass wir diese Software, wo die Benutzer schlussendlich nie brauchen, wo ich warten muss, diese 64%, dass man die gar nie baut. Und das kann ich auch mit dem Iterativen sehr schnell herausfinden, wann habe ich etwas, wo die Endbenutzer gar nicht brauchen, weil sich das System schon wieder verändert hat, weil die Komplexität, die kann niemand planen. Die Zielgruppen sehen wir bei Verwaltungseinheiten und es ist heute so, dass eigentlich alle Vorgehensmodelle agile Entwicklung unterstützen. Also da ist Hand geboten, die Methodiker haben sich da Wege aufgezeigt, wie man agile Projekte machen kann. Und es gibt auch Anbieter, die Erfahrungen haben, die schon erfolgreiche Projekte so gemacht haben und die möchten wir nicht durch Erhöhung des Schwellenwerts, sondern WTO-konform zusammenbringen können. Die Herausforderungen, die wir mit dem Leitfaden adressieren, ist Abbruch von IT-Projekten, Kostenüberschreitung, Zeitdruck. Es gibt gerade so Beispiele, wo gesetzliche Verordnungen eigentlich finalisiert werden, kurz bevor dass die Software live gehen muss. Und man dann eigentlich zu wenig Zeit hat, für die Anforderungen zu schreiben und all diese Termine einzuhalten. Und auch, dass man eigentlich ein faires, partnerschaftliches Risikoverteilmodell zwischen Auftraggeber und Anbieter anstreben kann. Unser Lösungsvorschlag ist, dass wir eben agiles Vorgehen haben, ähnlich wie es Peter Fischer aufgezeigt hat, dass man in den Phasen arbeitet und phasengerecht weiß, wo man hingeht, aber trotzdem auch mit Features Teile später spezifizieren und realisieren kann. Das Gesamtkonzept, Big Picture, ist auf Stufe was? Was will ich erreichen? Noch nicht unbedingt die technische Lösung, dann horizontal geschnittene Teilprojekte, die jeweils schon einen Mehrwert liefern. Und so kann die Organisation laufend lernen mit diesen neuen Konzepten, die da erarbeitet werden, umzugehen. Und es gibt immer Unvorhergesehenes und da kann man dann noch drauf reagieren. Das ist so ein Beispiel von einem Projekt, wo wir in der Preface haben wir den Planungshorizont, wo wir halt nur 3 Monate statt 1 bis 3 Jahre arbeiten und sofort Ergebnisse mit hohem Geschäftswert liefern können und am Schluss dann eigentlich das fertige Quadrat ausliefern und in jeder Iteration wird eigentlich etwas schon fertiggestellt, wo man nur im Ausnahmefall nochmals verändern muss. Wie sieht das Beschaffungsmodell aus? Es wird ein Lastenheft erstellt. Das war's und das ist abgestimmt mit dem Vertragsmodell für agile Vorhaben. Es wird dann in der Beschaffung der geeignete Anbieter ausgewählt. Wenn man das selektive Verfahren anwendet, muss man weniger Internas herausgeben als im offenen Verfahren. Dafür geht es länger. Und dann wird im Rahmen von der
Pflichtenheft Erarbeitung kann man sogar Proof of Concepts machen. Es gibt Firmen, die dem öffentlichen Beschaffungswesen unterstehen, die das schon so durchgeführt haben. Und dann hat man eigentlich nur noch mit 3 bis 5 Anbietern, wo man diese Proof of Concepts macht. Vertragsverhandlungen würden wir eben empfehlen, nach dem Agile Agreement zu machen. Und dann kann man einen Zuschlag machen über die gesamte Summe mit einem Grundauftrag und den weiteren Themen eben als Optionen. Die Problematik müssen wir noch ausdetaillieren und brauchen da noch mehr Input von der Praxis. Das wird auf unserem Portal dann umfassende Anleitungen haben. Dann das wichtigste Teil ist die Projektdurchführung, wo eine erfolgreiche Software liefert. Und da ist immer das Ziel auch vom Agile Agreement ist, dass man liefern kann, dass die Lieferung kommt und dass man zusammen diese Ziele erreicht. Und das Zentrum ist eben die partnerschaftliche Kooperation, wo auch die Mitwirkungen festgelegt werden. Weitere Infos, einen ausführlichen Bericht findet ihr auf der Webseite von Swiss ICT, die ist heute aufgeschaltet worden und wir stehen dann auch zur Verfügung für Diskussionen beim Mittagessen und freuen uns auf weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die an diesem Thema weiterarbeiten wollen. Vielen Dank.